warten müsst, was an den Sprüngen da so doof ist. Kann ich hier so? Okay. Es ist dann soweit, der nächste Part ist angebrochen. Ihr werdet jetzt sofort sehen, was an den Eis schlimm ist. Und zwar, man ist noch langsamer. Als auch normal bis Haushalt. War jetzt keine schwere Challenge oder so, aber man ist einfach noch langsamer. Und ja, ich wollte wirklich, dass ihr bis jetzt wartet. Fernsehsendungen machen das auch so, die machen Fortsetzung folgt und so. Ihr erfahrt im nächsten Part, was daran so schlimm ist. Nein, man muss durch Feuer springen. Scheiße. Völlig mir noch gelobt, dass man durch Feuer springen muss. Das müssen wir uns. Da ist auch kein Eis unter, das kann auch nicht so langsam gehen an der Stelle. Ah. Ist das eklig. Ist das eklig, dieser Sprung da, dieser zweite so auf die Leiter rauf. Also der dritte Sprung ist das. Der ist ganz okay. Ich versag zwar trotzdem ständig bei, aber er ist ganz okay eigentlich. Deutsch. Der hier, der ist nervig, weil. Welche Renderdistanz? Ich hab nicht eigentlich den Fahr. Das war einfach so gut, läuft es irgendwie komisch. Das war doch ein paar Mal schlecht. Aber war das, weil ich nebenbei versucht habe zu streamen. Ich nehme es auf, es ist auch. Okay, doch aufnehmen ist deutlich weniger rechenintensiv als streamen. Wieso funktioniert meine Sprint-Taste gerade nicht? Ich wette, weiter so geht, hole ich mit Better Sprint den Ball, ey. Ne, das müssen wir auch erstmal umgewöhnen, das ist auch nervig für Adventure-Maps, aber immerhin kann man mitten in der Luft anfangen zu sprinten. Ja, keine so schlechte Sache. Also ich glaube, dass man mitten in der Luft anfangen kann zu sprinten. Okay, ich darf nicht direkt auf die Ecke zulaufen, dann springe ich mich an die Ecke von dem nächsten Block und kann mich an Leiter festhalten. Ich komme zwar weit genug, aber ich komme nicht an der richtigen Stelle an, das heißt... Yes, ich bin da leider zumindest rangekommen, hab's aber nicht geschafft, mich festzuhalten. Das ist auch nicht so viel besser. Aber besser ist es schon. Besser ist es natürlich schon. Wieso funktioniert meine scheiß Sprint-Taste an der Stelle die ganze Zeit jetzt nicht? Und ich will das nicht so oft bauen, sonst kann ich die Sache nicht mehr vernünftig sprinten und meine Hand nicht benutzen, weil die... Wieso ist das... Also... Also ich will immer gerne eigentlich sehen in Kommentaren, was sind so Spielewünsche. Das ist nicht echt, was ihr wollt. Was wollt ihr sehen? Ich habe unter dem letzten Video mal, ein letztes Video, glaube ich, war es gelesen, dass irgendjemandem das hier nicht gefällt. Und ich merke, welche Spiele wollt ihr sehen? Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen Spielewunsch irgendwo vernommen. Unter irgendwelchen Kommentaren, irgendwelche privaten Nachrichten und sonst was. Dementsprechend, ich spiele das, was ich spiele auch hinterher noch, wenn ihr mir das vorstellt und das, worauf ich Lust habe, aber wenn ihr mir ein Spiel vorschlagt, was ich noch nicht kenne und was ich dann zum Beispiel geil finde oder was ich kenne und geil finde, aber eigentlich nicht spielen wollte, dann ändere ich vielleicht was daran und werde das machen, das ist ganz ehrlich. Zurzeit läuft zwar Pikmin 2 noch und das ist auch noch eine recht lange Zeit. Ich glaube, ein oder zwei Gebiete habe ich noch komplett zu erkunden. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ui, jetzt habe ich schon gespoilert. Ja, ich habe jetzt wirklich die Gebiete, in denen ich jetzt wirklich war, habe ich jetzt komplett erkundet. Komplett alle Schätze geborgen und alles, also. Da ist schon gut was vorangekommen. Das ist ganz gut, aber, ja, sorry für den Spoiler. Das musste jetzt sein. Dass ich immer an der Leiter vorbei bin, das ist gar nicht so nett. Hier, guck mal, also wenn ich da Spiele vorstelle, gerne in die Videobeschreibung. Es werden irgendwann auch noch wirklich mehr Spiele folgen, als es zurzeit sind. Also auch mehr Let's Plays, mehr verschiedene Let's Plays zur gleichen Zeit. Also es wird auch irgendwann in näherer Zukunft, sagen wir es mal so. Nähere Zukunft beinhaltet für mich fast das komplette nächste Jahr mit.
Also wahrscheinlich, also für einige von euch wahrscheinlich auch eher fernere Zukunft. Ich würde sagen, spätestens ein Jahr wird nämlich der Upload-Plan so sein, dass noch mehr Videos hochgeladen werden. Also, dass es mehr Videos gibt. Mehr Videos pro Tag. Und ja, ich glaube, bis dann lohnt sich das mich auch wirklich von den Views her, weil ich hatte ja mal eine Zeit lang vor dem vorigen und ganz zu Anfang vom Kanal, glaube ich, hatte ich einen Upload-Plan, den ich auch wirklich ein bisschen eingehalten hatte von 2-3 Videos pro Tag und sogar 4, ich weiß gar nicht, waren sehr viel. Hat mir eigentlich auch Spaß gemacht aufzunehmen, aber es hat mich einfach im Endeffekt, es hat kaum jemand geguckt und das ist ja auch heute hier noch so, dass die Videos nicht besonders viele Aufrufe haben. Es ist schon sehr, es sind 3, 4, 5 Aufrufe, freue mich jedes Mal drüber, wenn ich das sehe. Ein Video wirklich so, dass so viele Aufrufe auch hat. Ab 10 finde ich es mal toll, dann ist das Video gut angekommen und ich erzähle es so, okay, das ist ein Video, das haben ein paar Leute sich angeschaut. Aber, wie gesagt, videoaufruftechnisch war es halt damals so, dass wirklich die Videos dann teilweise keine Videos bekommen haben, leider halt so auf ein Video pro Tag umgestellt. Und dann ist das schon besser angekommen. Also, ja. Wie gesagt, schreibt mir, das Ursprungsthema war ja hier, schreibt mir Spielewünsche in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr den Upload-Plan, wenn nicht die Schule mich doch irgendwann so überrascht, dass ich keine Zeit mehr für Let's Plays habe, vernünftig und sogar zurückschrauben muss, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Dieses Jahr noch nicht, nächstes Jahr vielleicht. Und ich werde das irgendwann jetzt playen und das, was ich sagen würde, in einem Jahr bin ich mir ziemlich sicher, dass der Upload-Plan sich so verändert hat, dass täglich 2 Videos kommen. Ziemlich sicher, ich kann nicht hundertprozentig sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher dabei. Und dass dann ich dann eigentlich auch ein Projekt mehr machen will noch. Das ist jetzt eigentlich kein dauerhaftes Projekt, diese Adventure-Map. Ich werde nicht immer mit welcher Map spielen täglich, nein, das könnt ihr vergessen. Das ist einfach nur, um das schnell fertig zu kriegen, mache ich 20 Minuten Folgen, in denen ich weiß gar nicht, wie lange ich diese Challenge noch versuchen soll. Muss, wie auch immer. Mir gefällt mir auf jeden Fall, das weiß ich. Ich habe mir gedacht, ist nicht auf dem Block mit der zweiten, ich habe den zweiten langsam. Ich wette, auch da ist alles ganz einfach. Ich wette es. Weiter, aber gibt's langsam, fuck! Ich hab meine Maus immer, also mein Minecraft-Männchen ist falsch schon gedreht, wenn ich einen Block spiele, das ist das Problem. Genau, so. Ich hab das Problem endlich gefunden. Heiß Feuer! Ich hab gesagt, ich hasse es, durch Feuer zu springen, und ich hasse es auch tatsächlich noch. Nicht geschafft an den Block ran, okay. Der Fall ist auch wirklich mittlerweile viel zu lang irgendwie. Ja. Ich war immer noch Spiele, Wünsche in die Kommentare von jedem Video gerne. Auch per privater Nachricht, wenn ihr es nicht öffentlich teilen wollt. Wenn ihr eure Meinung nicht öffentlich teilen wollt, was auch immer wollt bedeutet. Und dann halt per privater Nachricht, also PN. Private. Nee, PM? Dann müsste es ja im Englischen sein. Private Message. Was sage ich da immer? Wieso hat. Nee, das Touchpad ist aktiviert. Könnte das im Ursprung teilweise meine Probleme sein? Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall fest entschlossen, diese Challenge hier zu schaffen. Ganz fest entschlossen, muss ich sagen. Und das fällt auch hinhauen. Weil mit dieser Lied ja mittlerweile schon die zweiten Parcours, sozusagen diesen Part, von dem her. Moment, ich weiß sogar, wie lange das war. Hat 1 Minute etwa gedauert. Also, ich müsste eigentlich noch vor dem nächsten Part hier vorbei sein. Nicht gut. Schrecklich sowas. Erkenntnisse.
Wieso verdammt nochmal komme ich da nicht an diese scheiß Leiter ran? Das kann doch gar nicht angehen. Ah. Naja, okay, das kann doch angehen, aber. Ich gehe gleich den Block hier austauschen. Oh nein, ich hasse es. Das ist schrecklich. Was mache ich denn jetzt anders als vorhin, dass ich jetzt nicht mehr. Wieso sprinten? Sprinten versagt doch nicht. Ich hasse es. Ich verstehe es auch nicht. Absolut nicht, weshalb Sprinten da nicht funktioniert. Das ist auch nur ein Block, der auch ein zwar langsam, aber man sprintet es trotzdem. Die Sprintgeschwindigkeit ist zwar langsam, aber man sprintet, man sprintet ganz normal, man sprintet. Und so. Ihr habt mich schon verstanden, glaube ich. Hoffe ich. Wie auch immer. Ja, jetzt bin ich fast drüber. Moment. Dip, dip 2, die beiden Sprünge vielleicht bei 1 nehmen. Wieso bin ich ja nicht vorher raufgekommen? In diesem Fall macht es sogar Sinn. Oder auch nicht. Time set day. Das kriegen wir so noch hin, bevor ich auf den Boden falle, ist ja klasse. Challenge. Nachbar hört auf zu hämmern, das nervt immer noch. Ich hasse Feuer, ich mach das aus. Ich sehe vielleicht sogar einen Grund dafür. Diese Map wurde, glaube ich, zu einer Zeit erstellt, wo man noch locker aus dem Feuer rausspringen konnte, auf einmal Schaden bekommen hat und der gebrannt hat. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das noch zu einer solchen Zeit war. Und deshalb werde ich das Feuer ausmachen. Außerdem hat er mich ja vor ewig vielen Folgen auch getrollt damit, dass man sein Bett mitnehmen soll, von dem her. Und Feuer sehe ich jetzt einfach mal nicht als Block, obwohl das technisch gesehen tatsächlich ein Block ist. Ist mir das scheißegal, das nächste Mal da bin, ich werde das Feuer ausmachen. Weil ich bin wirklich ziemlich sicher, das war zu einer Zeit, wo der Singleplayer noch kein lokaler Server war, der sozusagen lokal aufgesetzt wird, den man im Land einfach direkt öffnen kann. Das heißt, man konnte. Wieso funktioniert meine Sprinttaste an der Stelle, die das nervt immer noch? Also man konnte früher einfach durchspringen, ohne dass man vom Springen abgehalten wurde. Das glaube ich, bin mir nicht sicher, ich glaube es aber und deshalb mache ich das jetzt einfach, wenn ich dann irgendwann einmal hinkommen sollte. Hoffentlich noch bevor ich diese Challenge überspringen muss, ich hasse es, dass ich hier am Anfang fail. Danke, dass du mich mal. Wieso sprintet der da verdammt nochmal nicht? Das regt jetzt auch nochmal auf. Wieso sprintet der da nicht? Wieso? Wenn mir einer dafür eine vernünftige Erklärung in die Kommentare schreiben könnte, wäre es nett. Wäre echt nett von euch, ja. Wieso sprintet er nicht, wenn ich das doppelt so mache, ja. Steht doch hier. Wieso funktioniert es da drauf nicht? Darauf muss es genauso funktionieren wie hier. Die Spritgeschwindigkeit ist einfach nur langsamer. Wieso sollte das da nicht funktionieren? Das ich verstehe das nicht einfach nicht. Okay, das war mein eigener Fail. Und ja, ich fange langsam an, mich aufzuregen, weil ich denke, das heißt, es ist gut, dass ich die bald überspringen werde, sonst wäre meine gute Laune eh vorbei für die nächsten paar Parts. Sprinten! Nicht versagen! Danke! Vielen Dank, dass du nie versagt sprinten. Ja, es ist toll. Ich mag es. Nein, schon wieder nicht geschafft. Wunderbar, das macht ja Spaß. Ja, total, ne? Falls die Ironie nicht gehört hat, der ist zu jung für Ironie. Oder ich weiß nicht was. Ja, Mikro hat's falsch aufgenommen. Sagen wir es mal so. Ihr seid nicht zu jung für Ironie. Nein, sowas kann man nicht sein. Nein. Bestimmt nicht. Mep, ich bring dich gleich um. Verarsch mich nicht, Mep, hier. Wieso? Ganz ehrlich. Wieso? Okay, die letzten drei Versuche lasse ich jetzt mal laufen. Also, lasse ich es mal laufen, genau.
Los, let's go. Abspielen. Letzte drei Versuche. Wunderbar. Los geht's. Mhm. Versuch Nummer 1 ist ja eben schon gescheitert. Jetzt Versuch Nummer 2. Ach, der ersten Sprung habe ich geschafft. Mein Sprinten versagt heute nicht. Komm, ich an die Leiter bei Versuch Nummer 2. Nein, bei Versuch Nummer 2 auch nicht einer da kommen. Und der ewige Fall, bis man jetzt endlich stirbt. Macht alles so einen Spaß. Da freut es mich glatt, dass ich nicht überspringen kann. Ach, Moment, ja, das war ja anders. Oh, oh, ich hab's. Okay. Fuck you, Map. Nein, nicht fuck you, Map, sondern ich überspringe es jetzt. Game Mode 1. Gut. Leider ist mit der Challenge jetzt nichts geworden. Tut mir leid. Weiter geht's hier mit. Aha. Wenn wir das hier. Nein, da kommt kein Loch rein. Gute Nacht. Ich hätte vielleicht noch lang gewesen. Och nee. Nicht ernsthaft, oder? Pfeile hat das. Wir sind ja bald leer. Verdammt, ich nicht. Da ist sogar eine Leiter dran, okay. Das ist ja nicht verboten, hier so lange zu warten. Ich weiß zwar nicht, ob das... Die sind schon zur Hälfte leer. Ich versuch's mal nebenbei, ne? Mhm. Ja, das geht super, merkt man ja. Warum komme ich ja auch irgendwie so gut rüber mit der Platte hier? Uiuiui, das geht echt sau gut. Mann, das ist echt klasse. Ist da. Ja, da ist auch ein Dispenser. Nein. Nein. Geschossen und ich wie gesagt, ich warte tatsächlich einfach nur darauf, dass die Pfeile zu Ende gehen. Genau, ab jetzt kann ich es versuchen. Und ganz ehrlich, das ist für mich die einzige Variante, wie man das wirklich vernünftig schaffen kann. So. Da es keinen Stoppmechanismus gibt. Einfach so. Was ist denn da hinten? Und man konnte hier lang spielen. Mal ausprobieren. Ach so, das heißt, Moment. Nicht, wo man hinterlinkiert wird. Emerald Stage. Mhm. Interessant. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Wie lang ist die? Steht da hinten. Ich gehe da fliegt einfach mal durch, weil... Das ist nicht auf dem normalen Weg drauf, das werde ich nicht spielen. Ich werde nur angucken, was das hier ist und euch das dementsprechend auch mit zeigen. The Emerald Key has no use. Back to the main.